Geht mir sehr gut. Es ist natürlich sehr erfreulich, dass wir wieder angefangen haben. Natürlich freue ich mich riesig auf die reguläre Saison, aber es ist wichtig, dass man eine gute Vorbereitung hat. Wie gesagt, wir sind jetzt voll dran, es geht schon gleich los. Von dem her ist natürlich jetzt eine strenge Phase, aber eben, wie ich gesagt habe, man freut sich riesig darauf, bis die Saison anfängt und versucht jetzt die ganzen Details wieder in den Kopf hineinzubringen und das ganze System. Wenn man das Line-Up anschaut, die Spieler, die gespielt haben, viele junge Spieler drin gehabt, die zum Teil das erste Mal in der NHL auf dem Niveau gespielt haben. Von dem her ist das eigentlich etwas, was uns nicht so gross beeindrucken lässt. Wir versuchen natürlich, als Spiel zu arbeiten, als Mannschaft. Ich denke, desto später, seit der Vorbereitung geht, desto mehr NHL-Spieler werden teilnehmen in dem Spiel. Aber natürlich versuchen wir jetzt früh die Fehler zu machen und diese gut wie möglich auszukommen. Ich habe natürlich Vorbereitungen so gut wie möglich machen im Sommer, mich so gut wie möglich vorbereiten und hierher kommen mit dem Ziel natürlich eine größere Rolle zu bekommen. Stand bis jetzt bin ich im zweiten Powerplay, aber das ist okay für mich, wenn ich im Powerplay für mich kann stehen, ob es jetzt in der ersten Gruppe ist oder in der zweiten Gruppe, versuche ich das Beste zu machen, wenn ich die Chance überkomme. Natürlich ist mein Ziel, zu meinem ersten Powerplay zu kommen, aber ich versuche der Mannschaft in der Position, wo ich bin, zu helfen und das Beste daraus zu machen. Ich denke, in jedem Bereich habe ich mich versucht zu verbessern. Das ist etwas, wo ich als Junge, da gibt es noch viele Sachen zum Lernen. Ich denke, vor allem in der Defensivzone wird man noch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Vor allem wird man ein Spieler sein, der in jeder Spielsituation auf dem Eis stehen kann. Ob man jetzt ein Goal hinten ist oder ein Goal vorne. Das ist etwas, wo ich sehr grossen Stolz drin bin, dass ich in jeder Situation auf dem Eis stehen kann und dass der Trainer mir vertraut. Es sind alle drei Zonen, Offensivzone, Mittelzone und Defensivzone, sehr wichtig für mich. Und natürlich im ganzen physischen Bereich habe ich versucht, dann einen Schritt nach vorne zu machen. Ich folge es eigentlich sehr. Ich bin eigentlich täglich, wenn ein Spiel ist, schaue ich die Highlights an und schaue, wie die Jungs spielen. Und bis jetzt sehr erfreulich, Rappi. Dreimal nacheinander in Overtime. Von dem ist es erfreulich, wenn man da die Highlights anschauen kann. Und vor allem man sieht alte Teamkollegen, sieht, dass die Erfolge haben. Zum Glück gibt's Eishockey.